Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es zwar nicht auf Street Tour, sondern wir bauen hier an etwas. Ich kann es mal eben zeigen. Und zwar bauen wir an diesem Sprung hier. Wir haben hier so ein kleines Wäldchen, so einen kleinen Hügel bis zum Acker hier. Und den wollen wir jetzt umbauen zu einem richtig coolen Sprung. Einmal von hier runter springen kann man und dann fährt man hier rein. Und dann landet man hier hinten. Und wir haben das echt schon ein bisschen umgebaut. Ich kann mal Videos zeigen. So, hier geht's so rein. Und dann müssen wir da rein. Wir sind schon echt weit vorangekommen auf jeden Fall. Aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen den auf jeden Fall noch verbessern. Und dann würde ich sagen, let's go, wir beginnen mit dem Bau. Rest in peace auf jeden Fall an den Bro hier. Also ich mache jetzt erstmal einen Testsprung. Ich bin hier echt noch gar nicht drauf gefahren. Mein Freund ist hier schon runtergefahren, aber ich bin noch gar nicht runtergefahren. Deswegen filmt mein Freund mich jetzt einmal, wie ich den springe. Und dann bauen wir den nochmal endgültig um. Zu einem noch besseren Sprung auf jeden Fall. Wie man jetzt hier unten sieht, ich bin jetzt gerade hier runtergesprungen und das Ding ist einfach komplett eingestürzt. So, wir haben jetzt extra hier so eine Matte hingebaut, dass der Rad nicht so beschädigt wird. Sondern wenn man hier runterfährt, dass der Rad nicht so beschädigt wird, man hier dann reinfahren kann, richtig schön von da und dann in den Acker reinsenden. Der Video ist auf jeden Fall noch ein bisschen umgebaut, der Testsprung, und dann fahren wir den auf jeden Fall nochmal. Gerade ist er hier eingestürzt. So, was wir auch noch vorhaben, ist diesen Ast hier oben absägen. Wenn man hier reingesprungen kommt, wird man einfach komplett zerberstet von dem Ast hier. Also ich mache das nie wieder. Ich bin einmal gesprungen, habe ich mich an einem Baum hier aufgehängt. Also nicht hier, aber woanders. Und das mache ich auf jeden Fall nicht normal, weil das ist übel ätzend. Wenn man da dran hängen bleibt, dann ist man gefühlt tot. Alter. Warte. Holz mal eben das Ding da oben ab. Da oben. Oh. Alter. Holz das Ding da ab. Alter, uns gerade der Fail des Lebens passiert. Und zwar wollten wir hier oben hoch. Und mein Freund ist da hochgeklettert. Und auf einmal ist er mit dem Ast hier runtergeklettert. Alter. Das gibt's nicht, ey. Das gibt es nicht, Mann. Was für eine schöne Aussicht hier. Und da ist die Katze von meinem Freund. Olaf. Holz! Holz liegt hier rum! Auf einem Acker! Das gibt's ja wohl nicht! Das gibt's ja wohl nicht! Weiter geht's! So, ich bin jetzt mal eben nach Hause gegangen, denn ich habe einfach meine Schippe vergessen. Die hole ich jetzt mal eben. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Bauen. Und falls ihr euch fragt, Leute, warum meine Kamera nicht wackelt oder so, oder warum die Aufnahmen nicht verwackeln, ich habe jetzt endlich mal wieder meinen Gimbal, nutze endlich mal wieder meinen Gimbal und ich finde, das läuft fantastisch bisher mit dem Film. Mal schauen, was der Tag noch gibt und wie wir den Sprung hier noch fertig kriegen. Bin gespannt, wie der heute Abend aussieht. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Hier der Sprung. Und hier kommt jetzt noch die schwarze Erde drauf. Dann geht man hier so rüber. Dann landet man hier drin. Richtig schön fett. Dann natürlich von hier reinspringen. Zack. Da haben wir die andere Katze. Das ist Yoda. So, während ich hier gefühlt nur faul dastehe, machen die anderen den Job hier. Und es sieht genau so aus, dass wir die Landung hier, wie wir uns vorgestellt haben,
wo muss hier noch ein bisschen Sand hinkommen. Und da wird hier abgetragen, weil wir wollen den Bauern ja nicht das Feld hier kaputt machen. Deswegen tragen wir hier schön den Sand ab und dann schütten wir von da hinten wieder Sand drauf, damit der Bauer sich nicht beschweren kann. Und an die Pflanzen gehen wir ja sowieso nicht hier dran, weil das wäre ja sonst Zerstörung. Ja, so wie ihr hier sehen könnt, hier ist nichts angepflanzt. Und hier ist eher mehr angepflanzt. Hier ist eigentlich alles angepflanzt, aber hier ist wirklich nichts angepflanzt. Deswegen nehmen wir es direkt hier von vorne ab. So, wir haben jetzt auf jeden Fall gut was getan hier. Die Landung ist hier auf jeden Fall schon ordentlich größer geworden. Und es kommt immer mehr Sand dazu. Und ich denke mal, wenn man hier vernünftig abziehen kann, werden Katzen auf den Baum klettern. Auf jeden Fall sind wir mit der Landung auf jeden Fall schon ordentlich weit gekommen. Wir verbessern das jetzt noch ein bisschen und dann shapen wir es schön. Dann wollen wir mal einen zweiten Sprung machen, wie es dann aussieht. Ich filme mal kurz mit Handy und zwar sind wir hier schon deutlich weitergekommen, haben das Ganze jetzt begradigt einmal, so dass man hier richtig schön reinspringen kann. Jetzt klopfen wir das gleich noch ab und hier sind wir jetzt auf die Idee gekommen, da das jetzt nicht so gut gehalten hat vorhin, dass wir jetzt schwarze Erde hier drauf kippen eben, damit das besser hält. Und danach schütten wir noch Wasser drüber, also Wasser drauf, damit das schön hart wird hier alles wieder. Und dann da hinten auch Wasser drauf und dann rein da in die Landung. Um nochmal die ganzen Details zu zeigen, und zwar haben wir hier für Trinken, wenn wir Durst haben, eine Wasserflasche. Und das andere Detail ist für gute Stimmung, Musikbox, damit wir nicht gelangweilt hier arbeiten müssen. So, so geht das Ganze hier von oben aus. Gehen wir hier mal eben runter, fahren wir hier runter. Und das habe ich jetzt ein bisschen geshaped hier. Ein bisschen angedrückt alles, die schwarze Erde zum Stabilisieren. Und hier hat sich auch schon einiges getan. Hier wird die Landung noch vorbereitet. Dann würde ich gleich mal sagen, kippen wir Wasser drüber, damit das Ganze befestigt wird. Und dann versuchen wir nochmal zu springen. So, jetzt wird das Ganze, ja, reicht schon. Genau. Und jetzt kommen wir hier rüber. So, jetzt wird das Ganze erstmal mit Wasser übergossen. Angehärtet wird jetzt gleich. Und jetzt ist die Landung und der Absprung fertig. Es wird also mal Zeit, den Sprung zu testen. So, ich habe jetzt gerade mit Gimmelja gefilmt und das Handy ist gerade von mir ausgegangen. Und jetzt habe ich aber die GoPro geholt. Und jetzt wollen wir mal ein paar coole Aufnahmen mit der GoPro machen, wie wir runterfahren. Es klappt auf jeden Fall schon mega gut, das Runterfahren. Das ist auf jeden Fall mega geil. Let's go! Boah! Alter! Die Strecke, selbstgebaute Strecke, muss ich echt sagen, haben wir einen mega Job geleistet. Müssen uns mal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin hier auf jeden Fall gerade schon mal mit dem Kopf in den Acker reingesendet. Ich bin nicht ein bisschen sehr zur Seite gesprungen und dann bin ich mit einem Helm in den Acker rein. Das war auf jeden Fall auch lustig, aber mir ist nichts passiert. Und das Loch wird gleich noch zugemacht, keine Sorge. So, ich filme es einfach mal von hier unten, wie mein Freund jetzt runterkommt. Das war auf jeden Fall schon richtig sick. Also der Sprung ist eigentlich für da ausgelegt. Man springt mindestens bis hier ins Flat rein. Oder auch schon bis hier. Das ist schon richtig krass auf jeden Fall. Noch ein bisschen runterballern. Mann, ey. Man sieht auf jeden Fall schön, dass hier der Schlagring von dem Dämpfer auf jeden Fall bis hier oben ist. Und hier auch komplett eingeschlagen ist. Genauso wie hier bei meinem Freund. Ist er auch genauso fast wie bei mir. Ganz oben fast. Und dein Dämpfer war auch gerade unten, oder? Ich bin gerade hoch, ja. Ja, der war auch unten. Also ist es auf jeden Fall schon ein massiver Einschlag, auf jeden Fall. Ja, das macht auf jeden Fall mega Bock, hier runter zu fahren. Das ist echt richtig geil hier auf dem Acker. Schön, dass man hier schön so einen Freilauf hat. Freie Fahrt, wo man hier runterfahren. Dann fährt man ungefähr so bis hier runter. Mein Freund macht jetzt einmal ein Manual darunter. Mal schauen, wie das wird, ob er failt, ob er nicht failt. Mal schauen. Let's go. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal aufs Fahrrad schwingen und hier den Sprung machen. Ich habe richtig Bock. Let's go.
So, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hier runterfahren. Mein Freund fährt direkt da vor. Oh, fast wieder gelegt. So, wir kommen jetzt auch langsam ein bisschen zum Ende des Videos. Nochmal eben hier so runterfahren. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen fahren und so und dann beende ich auch langsam das Video. Habe jetzt auch schon sehr, sehr viel gefilmt, muss ich echt sagen. Würde ich sagen, schneide noch ein paar Szenen rein, wie wir hier noch runterspringen und dann kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Let's go! Alter! Wir haben hier vorne mal so eine Rampe aufgebaut und da werde ich jetzt auch mal schön rüber jumpen hier rein. Manual. Runter da. Oh, Alter. Ich heb ab. Nicht hält mich am Boden. Alles was zum... Was? Hält mich auch nicht am Boden. Und wir fliegen wie ein Astronaut. Und das Lied ist umgeändert. Wir brauchen keinen Applaus, denn das Lied ist sowieso kacke. Wie ein Raumschiff-Astronaut. Ich heb ab. Nicht hält mich am Boden. So, ich werde jetzt einfach hier meinen Gimbal aufstellen. Und dann seht ihr einmal aus meiner Perspektive, wie wir hier runterspringen. Und aus der, wenn vom Acker, also hier von hier unten. Die Perspektive. Mal schauen. Let's go. Gimbal läuft unten. Let's go. Jetzt stelle ich die Kamera mal hier auf einmal. Und dann schauen wir mal, wie das von hier aussieht. Wir landen halt wirklich jedes Mal im Flat. So, ich filme einmal meinen Freund jetzt mit dem Gimbal. Boah, let's go. Richtig geil. Freund jetzt mit dem Gimbal. Boah, let's go. Kameramann, Dirtram MTB und Co. Let's go. Letzter Sprung. Ja, ein bisschen zu hoch gekickt, aber gut. So Leute, wir kommen zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, hier erstmal den Sprung zu bauen, wirklich den ganzen Tag und dann hier am Abend noch runter zu ballern. Das hat echt mega Bock gemacht. Ihr habt ja auf jeden Fall schon ein paar Aufnahmen gesehen und Impressionen davon bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, lasst ein Like da für diesen Kanal. Würde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Und ein Kommentar wäre auch richtig nice. Sagt mal, was ihr zu diesem Sprung hier haltet. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten längeren Video oder bis zum nächsten Short. Bis dann.